Meine Maschine wird geklaut! Leute, liebe Leute, ich darf eine SMCR 96 fahren. Ich sitze aufrecht wie so ein Alter. Yeah! Fahr mal neben ihn. Ey, was? Viel zu viel Gas weg. Was? Ja, so viel habe ich. So viel, das ist da hier. Ja. Geil. Wenden wir da oder da? Oh, da ist er. Ey, den Druck merkt man ja gar nicht, dieses Schweller hier. Geil, Mann, geil. Geil, Mann, das fährt sich so geil, das Teil. Aber das ist halt teuer, ne? Wuhu! Aber das rührt richtig, Mann. Also ich glaube, wenn man damit mehr Fahrerfahrung hat mit dem Ding, dann kann man hier ganz schön durchballern, die Strecken. Ja Mann, ey, ist das krass. So Laune. Die hat halt jetzt 48 PS, ne? Die darf ich auch so fahren. Die macht aber. Die macht echt einen her. Ist halt echt mega bequem, die zu fahren, muss man so sagen.
die fährt sich echt ordentlich. Viel mehr schalten mit der, fällt mir so auf. Und ich kann nicht gucken, ob meine Kamera aufnimmt. Locker ist die jetzt schon aus. Alter, die Bremsen sind noch richtig geil. Alter. Alter, die fährt sich aber mega geil. Ja. Macht richtig Laune, mit so einer Position zu fahren. Das ist richtig witzig. Ja, hiermit auch, ey. Ungewohnt so zu liegen, ne? Ja. Aber ich finde, also wahrscheinlich, weil ich es gewohnt bin, ich finde, mit so einer Macht sind die Kurvenfahren leichter, weil ich die... Bei der muss ich mich ja mit dem Fuß so hochlegen und dann kriege ich die Kurven besser. Oh, die geht gut. Alter, ey, mach ich Laune. Würde die nicht so teuer sein, würde ich mir so eine holen, aber... Ja, ich wollte die schon immer haben, also... Habe ich sie mir auch gegönnt. Ja, wenn YouTube Money besser läuft, hole ich mir so ein Ding auch. Wie viele Abos hast du? Knapp 10.000. Aber richtig schnell jetzt, ne? Ja. Ja, ich nehme noch auf. Bei meinem Spiegel kann ich mal schön gucken, ob ich aufnehme. Hier müsste ich so machen. Ja, komm, dann zurück. Geil. Musst du runter? Habe. Ja, sauber. Warm, ich merke die doch nicht mal. Was? Alter, das macht ja Laune. Also für so Kurvenstrecken und so fahren reicht das Ding voll aus. Auf Ende geht die halt nicht so krass, ne? Aber... braucht man, glaube ich, auch gar nicht mit so einem Ding. Ich würde gerne mal mit so einem Teil ins Gelände. Also da kann man sich, glaube ich, so leicht abpacken. Der Sound ist aber auch richtig was anderes. Ich bin nur dieses
ultra laute, bin ich gewohnt. Dieses ultra laute von meiner Supersportler, die ist ja auch laut, aber ein anderes laut. Ah, jetzt fahre ich so unter durch. Ah ja. Man fühlt die Kurven viel mehr, finde ich, auf so einem Ding. Hört sich jetzt behindert an, aber man fühlt richtig die Kurven. Bei meiner fühle ich das nicht so. Schweller, wie man die einfach gar nicht merkt, Mann. Das ist so geil. Ich will auch so ein Teil. Wäre das Teil nicht so teuer, ey. Das wäre so geil. Also so geiler Sound eigentlich, ne? So, ich mag meinen Sound ja, ne? Aber der Sound ist auch geil. Habe ich jetzt 20.000 Mal mich überhaupt in diesem Video, glaube ich, wiederholt. Aber juckt mich nicht, das Teil macht Laune. Jetzt bin ich gleich bei dem Stück, wo wir geparkt haben. Noch ein, zwei Kurven und dann sind wir da. Geil. Kurve. Guck halt gar nicht aufs Tacho, ne? Wahrscheinlich mit der Kamera, so wie die jetzt eingestellt ist auf meine Maschine, man sieht wahrscheinlich nichts von dem Maschinchen hier. So geil sieht das eigentlich aus. Geil. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Motovlog. Tschüssi.